Ich denke, der bedeutendste währungspolitische Faktor ist im Moment die Fed-Politik. Heute werden wir die Aussichten des Neuseeland-Dollars besprechen. Warum ist der Neuseeland-Dollar so stark? Und warum behält er seinen Wert? Meines Erachtens ist die hohe Rentabilität des Kiwi-Dollars der Hauptgrund. Es ist eine der lukrativsten Carry-Währungen der Welt und sicherlich die lukrativste in der entwickelten Welt. Händler, die das Währungspaar Kiwi-US-Dollar führen, bekommen etwa 1,5% Gewinn pro Jahr, wenn nichts dazwischen kommt. Es ist ein großer Renditenvorteil, den keine andere entwickelte Währung bietet. Insbesondere in einer Welt, wo in vielen Ländern Zinsen plus minus null sind. Die Anleger suchen nach solchen Währungen, die durch eine starke Wirtschaft und gute Institutionen untermauert sind. Und da ist Neuseeland genau das Richtige. Wird die Zentralbank von Neuseeland die Stärke der Landeswährung in ihrer Geldpolitik berücksichtigen? Wie glauben Sie? Nein, das glaube ich nicht. Im Laufe des vergangenen Jahres hat die Notenbank den Leitzins um 150 Basispunkte gesenkt. Sie können dies auf dem Diagramm sehen. Der Kiwi-Dollar wurde aus den Zinsgefällen ausgeklammert. Mit anderen Worten spielten die Zinssenkungen der neuseeländischen Zentralbank keine große Rolle mehr. Die Renditen bleiben immer noch hoch und wir kaufen diese Währung gerne. Ich glaube, wenn die Notenbank etwas wirklich ändern wollte, sollte sie den Leitzins, der heute bei 2% liegt, um weitere 100 Basispunkte senken, sodass er nur noch 1% ausmacht. Ich denke, der bedeutendste Währungspolitikfaktor ist im Moment die Fed-Politik. Wenn die Fed beginnt, den US-Zins anzuheben, dann werden die Zinsdifferenzen an Bedeutung gewinnen. Aber wenn die neuseeländische Zentralbank allein den Zins senkt, dann wird es kaum etwas auf dem Markt bewirken. Schön, und nun werfen wir einen Blick auf die führende Commodity Neuseelands, und zwar auf die Milchprodukte. Spielen die Milchproduktpreise für den Neuseeland-Dollar eine große Rolle? Klar, für den Wechselkurs von Kiwi-US-Dollar spielen die US-Faktoren immer eine dominante Rolle. Aber wenn in den USA nicht viel los ist oder wenn sie neuseeländische Wirtschaftsdaten untersuchen, dann treten die Rohstoffe in den Vordergrund. Vor allem natürlich Milchprodukte, unser führender Exportposten. Unter den Milchprodukten ist Vollmilchpulver federführend und sollte sehr aufmerksam überwacht werden. Zweimal im Monat findet eine Auktion statt. Im letzten Jahr haben die Milchpulverpreise einen andauernden Anstieg aus dem Rekordtief verzeichnet. Dies erklärt auch zum Teil, warum der Kiwi-Dollar so nachhaltig an Wert gewann. Sie glauben also, dass man vor allem auf die Vollmilchpulverpreise als Rohstofffaktor und die Fed-Politik als währungspolitischen Faktor achten soll. Richtig, das sind die beiden beachtenswerten Faktoren, aber die Fed-Politik spielt eine entscheidende Rolle. Kurz gesagt, wenn die Fed in diesem Jahr nicht lockert und im nächsten Jahr weiter strafft, dann müsste der US-Dollar steigen und der Kiwi-Dollar fallen. Wenn die Fed dies nicht tut, dann kann der Kiwi-Dollar über 74 Cent steigen und in einigen Monaten 75, 76 Cent pro Dollar erreichen. Fantastisch, vielen Dank für Ihren Beitritt und Ihre Einsichten. Das wäre alles aus unserem Genfer Studio. Wenn Sie dieses Interview gut finden, können Sie viele weitere Beiträge auf der Dukascope-Webseite finden. Auf Wiedersehen.